Überzeugender Start in die heiße Phase der Saison. Der HC Leipzig hat das erste Spiel der Meisterrunde deutlich mit 38:23 gewonnen. Gegen TuS Metzingen war der Tabellenzweite in allen Belangen überlegen und tankte Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben. Und hier wollten wir jetzt unseren eigenen Zuschauern wieder zeigen, zu was wir fähig sind. Und ich finde, wir haben das mit Bravour gelöst hier. In eigener Halle legte Leipzig gleich gut los und war nach 10 Minuten auf 6:2 enteilt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Topscorerin Susan Müller bereits 4 Tore erzielt. Der HCL setzte sich immer weiter ab und konnte beim 20:10 die erste zweistellige Führung verbuchen. Auch Carolina Kutlatsch, die sich vergangene Woche den Ringfinger der Wurfhand ausgekugelt hatte, biss die Zähne zusammen und war gegen Metzingen mit dabei. Das ist auf jeden Fall ein guter Start. Wir haben uns belohnt für die schwere Arbeit, die wir letzte Woche gemacht haben. Und das zeigt auf jeden Fall, dass dieser Weg, den wir genommen haben, richtig ist. Auch in Halbzeit 2 ließ Leipzig den Gästen keine Chance und schaffte es, die beste Bundesliga-Torschützin Xenia Minevskaya nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Der Vorsprung wuchs auch dank einer guten Melanie Herrmann im Tor immer weiter an. Zuerst einmal tun wir uns auswärts deutlich schwerer als zu Hause, weil wir mit dem Heimpublikum im Rücken mehr Aggressivität haben in der Abwehr. Das Zusammenspiel Abwehr-Tor heute hat vor 2 Wochen deutlich besser funktioniert. Man muss auch dazu sagen, dass der HC heute eine überragende Leistung gezeigt hat und dementsprechend ist das Ergebnis auch sehr hoch ausgefallen. Vor allem Nationalspielerin Saskia Lang kam noch einmal so richtig in Fahrt und erzielte ein Tor nach dem anderen. In der Schlussphase der Partie bekam auch der Nachwuchs seinen großen Auftritt. Die Ziele bis Ende Mai sind jetzt klar formuliert. In der Meisterrunde heißt es einfach, alle Spiele zu gewinnen. Wir hatten jetzt den perfekten Start und haben gezeigt, zu was wir fähig sind. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall, dass wir in Richtung Oldenburg und in Richtung Thüringen, wir müssen da einfach wieder genau gleich selbstbewusst und mit der Cleverness und mit der Überzeugung spielen, wie wir es hier gemacht haben. Und dann bin ich auch sicher, dass wir dort auch ein gutes Ergebnis erzielen.